Der Besuch des Kanzlerkandidaten der SPD Per Steinbrück lockte Bürger sowie Medienvertreter gleichermaßen auf die Duld. Dadurch, dass wir Duldanlieger sind, unser Jakob-Waldturm in der Duldstraße liegt, haben wir uns gedacht, wir begrüßen ihn in unseren historischen Gewändern. Und ich denke, dass er sich da freut. Und das ist ein Augenschmaus bestimmt für ihn. Herr Steinbrück, darf ich kurz fragen, ob Sie schon mal in Augsburg waren, Augsburger Allgemeine? Ja, mehrfach. Ja, und wie gefällt es Ihnen hier? Ja, das ist nicht nur Tradition, das ist auch Moderne. Es gibt auch eine gewisse familiäre Bindung. Eine Stiefschwester meiner Frau ist hier am Theater. Ah ja. Das ist ja schon das. Wunderbar. Herzlich willkommen in Augsburg. Ja. Freut uns, dass wir Sie sehen. Heute würde ja die Bundesregierung bei den Fuggern das Geld leihen. Ja, genau. Ganz kurz, bevor meine Bratwurst anbrennt, Autogramm. Nee, solche Fotos hat es zum Zeitpunkt der Fugger noch nicht gegeben. Sie betreiben jetzt das auch? Haben Sie es von der Stadt gekriegt? Das haben wir von der Stadt gemietet und sanieren das innen komplett auf unsere Kosten. Also die Stadt hilft uns natürlich schon, wenn größere Sachen anliegen. Im Turm stellte Steinbrück seine Lateinkenntnisse unter Beweis und nahm eine kleine Stärkung zu sich, bevor es anschließend weiterging im Programm. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja auch bald auf Wiedersehen auf der Augsburger Duld.